Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir müssen heute in der Folge da draußen noch den Hügel wegmachen. Wir müssen am Lager arbeiten. Und ja, die waren ja mal wieder so nett, ne? Und haben meinen Crossbow zum Leveln gebracht. Selber schuld. Ich hole mir mal noch ein Carbon und habe schon mal alles hier vorbereitet, ne? Modifier frei. Ich könnte jetzt den natürlich auf unendlich trimmen, wie ich will. Aber das sehe ich halt erst, wenn der so schnell ist, dass ich mir das scheißegal ist. Also Reinforced wird noch kommen, klar. Aber die Schnelligkeit geht bei mir erstmal momentan vor. Und ja, wie gesagt, Carbon. Das ist das Zeug, das, was ich glaube ich mittlerweile am meisten kriege. Also ist es mir egal. So, dann gehen wir jetzt erstmal nach draußen. Und bauen die blöden Viecher hier ab. Au. Hier noch ein, der wohl nervt. Planten ist es weg. Muss meine Bienen retten. So. Also ich muss aufpassen, wo ich runterhüpfe. Da darf ich, glaube ich, runterhüpfen. Genau. So. Ich brauche jetzt erstmal eine Kiste, wo ich das ganze Graffel wieder reinschmeiß. Ja, ich wollte ja nicht umsonst das Lager bauen, aber ich darf ja nicht, weil... Ja genau, schieß mal den Pfeil weg. Darf ja nicht, weil ich ja... meine, ich muss nachts im Blattmond mit Zombies spielen. Müsst hier mal langsam ausleuchten, dann wäre mir das ja eigentlich scheißegal. Weil dann spawnt ja hier in dem Umkreis nichts mehr. Aber das wäre zu einfach, ne? Und einfach ist langweilig. So, dann hätte ich jetzt gesagt, jetzt tun wir erstmal alles, was Wasser betrifft, komplett wegmachen. So, vielen Dank. Genau, jetzt muss ich es natürlich noch schön hoch machen, dass auch die Silberfischchen ja rauskommen. Das ist total clever, was ich gerade mache. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Bereich, wo ich langlaufen kann. Kommst du etwa nicht raus? Habe ich alle? Ah, okay, das war ein Half-Slaps runter. Ja. Hm? Eine Viechis? Aber schade. Das ist scheißegal. Wenn die einzelnen rauskommen, ist mir das auch wurscht. Nein, es wird hier nicht geangelt. So, wir machen mal hier zu. Ich gehe wieder nach oben. Oben weiter, sauber machen. Ich hoffe schon langsam, dass ich,
Was mich ja wundert ist, wenn ich ja die angreife, droppen ja meistens eigentlich mehrere raus. Verstehe ich gerade nicht, warum das nur nicht passiert. Alter, mir geht gerade die Pumpe. Komm her. Bin gespannt, wann ich wieder geangelt war. Weg. Wow. Bin mal gespannt, wann ich starb, weil ich auf den Silberfisch schieß. Bist doch jetzt. Wow. Alter. Glaube ich hab den, der wo mich angelt. Alter, jetzt habe ich Slowness drauf. Juhu. Giftet mich oder was? Auf 3 Kilometer Entfernung? Ist aber nett. Neues böses Viech. Ach, ich bin ertrunken! Ja, sagt mir das doch! Ist klar, wir hatten ja Wasser in die Kehle gewünscht. Ich dachte den Viechern nichts mehr. Ich muss mir das verkneifen. Ich wachse hier noch 5. Aber ihr habt Spaß. Ich nicht, ihr schon. So, jetzt muss ich natürlich schauen, wo ich gestorben bin. Ich bin da oben gestorben. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Kiste wieder zumachen, das Viereck da. Was ich mittlerweile gestorben bin. Puh. Ja, okay, ich bin hier ein bisschen aggressiver unterwegs als auf dem anderen, da bin ich passiver. Ja, okay, aber wie gesagt, was ich halt ein bisschen verliere, ist halt... ist halt Durability bei meinen Waffen. Und da bin ich jetzt mittlerweile ganz ehrlich. Das ist mir mittlerweile sowas von scheißegal. Ob ich da Durability verliere. Ja, also die anderen sind alle unbreakable. Und die, wo nicht unbreakable sind, da habe ich ziemlich viel Material da. Eisen. Carbon. Das ist. Ich sehe das ja auch schon, wie gesagt, auf unserem zweiten Server. Ja, da hast du halt. Da verreckst du halt. Ja, dann verreckst du halt. Hat einen Vorteil. Du hast wieder voll. Du kannst wieder alles essen. Aber das wäre halt, wie gesagt, das wäre der Mod wäre halt teilweise cool, wenn dieses Stages, was halt erst aber mit 1.12 Einzug erhält, halt auch mit drin wäre, dass du sagst, okay, du hast jetzt dieses Level erreicht, dann kommen auch diese Viecher. Und wie gesagt, diese Viecher, wo dich halt platt machen, weil du auf sie schießt. Ja, das sind für mich Viecher, die da nicht rein können. Also, ey, das ist einfach nur ärgerlich. Das ist einfach nur, ja, ich möchte dich nerven.
Wie gesagt, wenn Sterben keine Konsequenz hat und einfach nur da ist, um, ja, dass du dein Inventar wieder auffüllen musst, ne? Wie gesagt, ich habe nicht umsonst den Mod für mich so umgebaut, dass ich sofort alles mit einem Tastendruck hin habe, weil ich gewusst habe, was auf mich zukommt. Glaubt, der spinnt. Okay, dass ich jetzt natürlich diese Trinkblasen nicht gesehen habe. Meine eigene Schuld. Aber sogar die Silberfische mit der richtigen Strategie. Ja, du stirbst halt einfach und dann machst du weiter. Tschüss. Sind sie auch weg. Sehr schön. So, jetzt habe ich langsam ein Level erreicht, wo ich das dann auch meine Mauer niederreißen kann. Ja, jetzt hätte ich vielleicht noch ein kleines Fass gebraucht. Und da eigentlich noch alles drin. Ach so, Kabels. 3 Milliarden Stück. Ach. Na, ist egal. Oder eigentlich auch nicht, nein. Aber das mache ich jetzt mit TP. Echt? Ist nur... weiß, ich habe da, ich werde da auch mal irgendwann sozusagen eine Umfrage starten. Die wird, glaube ich, sogar eher drin sein als ihr sie jetzt von mir seht oder hört. Aber ich finde halt, es ist mittlerweile mit, ist klar. Wo kommst jetzt du her? Hallo, ich schieße mittlerweile schneller als... ja, jetzt wird mein Problem. Irgendwann werden es die Pfeile sein. Das, ja. Aber ist ja auch mit dem EBF kein Problem mehr. Muss ich halt 10 Stück herstellen oder so. Muss ja nur Ingots herstellen. Und nicht die Pfeile. Die Pfeile werden schlimmer. Aber kann man ja auch hingehen und sagen, okay, man baut sich einen zweiten Satz von den Pfeilen. Kann man ja mittlerweile auch machen. So, dann kann ich schon mal da jetzt den Deckel wegmachen. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt muss ich noch einmal tauchen. Mit den ganzen Half-Slaps. Einmal sozusagen Level drauf kriegen. Da passe ich ja auf, aber wie gesagt, da habe ich vorhin die Blasen nicht gesehen. Ich
Bin ich wieder unvorsichtig? Jetzt geht's nach oben. Na, darf ich? Danke. So. Das Wasser ist, glaube ich, jetzt schon Geschichte. Noch nicht ganz? Okay. Jetzt? Immer noch nicht ganz. Jetzt? Ja, jetzt ist es weg. Nö, noch nicht ganz. Mist. Ah, okay, da habe ich noch eine kleine Fläche. Da habe ich noch eine Fläche. Es sinkt ab. Sinkt ab. Da haben wir jetzt noch eine. Jetzt kommt noch da irgendwo eine her. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel wegmache. Aber ich muss auch den Kasten jetzt ein bisschen kleiner. Uah. Ja, du mich auch. Amas. Muss halt aufpassen, dass ich dich dann in diese Steine da rein machen, weil die da gehen sie nämlich rein. Aber ich bin jetzt eigentlich so gut wie durch. Ah, der haut ab. Okay, der kommt wieder. So. Haben wir es jetzt? Nö. Immer noch nicht. Aber fast. Eck. Bitte sei noch in der ersten Reihe, danke. Zweite Reihe wäre jetzt schlimm gewesen. Oh, Rückzug funktioniert. Sind wir jetzt durch mit den blöden Viechern? Darf ich jetzt wieder an meinem Lager arbeiten? Wäre das genehm? Die Leute möchten das sehen, glaube ich. Wir hatten jetzt Spaß. Ich habe da hinten schon wieder einen gesehen. Es. Ja, schon wieder welche. Da gibt's ein Nest. Nerviges Nest. Oh, da gibt's sogar noch Wasser. Toll.
erzählt jetzt schon, komm, ich bin dann endlich so weit, ne, und dann spawnt da nochmal so ein Creeper und ich darf von vorne anfangen. Ja, darum sollte man eigentlich, ne? Wenn Blood Moon oder wenn irgendwas sowas ist, sich nach innen verpissen. Dann schlafen und dann von vorne anfangen. So, ich kann jetzt aber gleich nochmal reingehen und mir was zum Essen holen. Dann kann ich hier Final aufs Mäulchen klopfen. Dann haben wir auch genügend Grusch bekommen. Aber hat dann einen Vorteil, ich kann es dann gleich im Lager aufräumen. Weil da müssen wir jetzt nämlich auch noch ran. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch die Vierer Drawer bauen. Ja, die hätte ich. Anfangen können. Habe ich noch meine Pistole? Oder meine Handpumpe, nicht Pistole. Ja. Das war aber jetzt wunderbar. Das wäre super gewesen, wenn das geklappt hätte. Hätten wir, glaube ich, einen Arsch getreten. Mit Anlauf. Wäre alles weg gewesen. Ich habe den Rucksack in den Rucksack gepackt. Muss dann den Rucksack aufmachen, um in den Rucksack zu kommen. Ja. Genau. Der redet wieder für das Zeug, der Kerl. Ich wollte in den Assembler rein und da den Achter reinschmeißen. Da das Holz reinschmeißen. Das machen wir gleich mit zwei Stacks. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Kisten mehr. Und ich brauche wenigstens ein paar. Hat einen Vorteil. Sehr, sehr schön. Ich wollte eigentlich rein zum Essen. Als Nebeneffekt wollte ich das noch mitmachen. Hab dann einen Nebeneffekt gemacht und den Haupteffekt vergessen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt ganz blöd gelaufen ist, haben sich jetzt dann noch welche versteckt. Aber ich hoffe, dass die killfreundlich sind und dass die mich versuchen wollen zu killen. Das hässliche, eklige Ding da wegmachen. Geht ja gar nicht. Ja, hat halt Nachteile. Also wie gesagt, ausleuchten, ausleuchten, ausleuchten. Das muss ich mir ganz groß auf die Fahnen schreiben. Muss ich demnächst tun. Dass ich auf jeden Fall in der Nähe vor meinem Haus nichts mehr habe, wo ich sage, okay, kann mich überraschen und sowas passieren. Ja, dass man sagt, man hat ein Rückzugsgebiet. Das ist voll ausgeleuchtet. Da ist einem alles scheißegal. Kann man dann auch alles gut bekämpfen. Am besten von einer erhöhten Position. Millionen Tonnen Erdebestände im Inventar. Ja, da hat sich schon einer reingebuddelt gehabt, ne? So. Yes.
glaube, ich hab's fast geschafft. Der letzte Stein. Das war's. Dieser Scheißhügel ist wieder weg. Hör auch nicht. Und whatever. Jetzt muss ich nur noch meine Kisten da aus dem Himmel angeln. Ja. Na, irgendwo, ja, ich hab da drin, Gott sei Dank. Danke. Ja, habe ich jetzt alles auch wieder weggeräumt. Dann holen wir jetzt als allererstes mal die ersten Chests. Hoffentlich sind schon 4. Ne, es sind sogar schon 5. Super. So, dann hau ich da gleich noch wegen mehr rein. Und ja, einen Stack muss ich gleich hier reinbatzen. Weil ich hab's Labs. Ne, Gravel will ich da nicht reinschmeißen, ich will Holz reinschmeißen. So eine Kisten draus werden. Nicht komische Gravel-Sachen. Okay, so. Dann heißt es jetzt, ich habe jetzt meine Oxlabs. Ja, den mache ich jetzt auch da draußen hin. Weil das wird dann so aufgebaut. Das kommt dann round around. Oxlabs. Es wäre noch schön, wenn ich noch einen zweiten kriegen würde. Ach, der gerade schon. Jetzt in der nächsten Kiste angefangen. Ja, so lange warten wir noch. Das ist jetzt halt dann, was jetzt die ganze Zeit läuft. Kisten bauen, Kisten bauen, Kisten bauen. Und wenn ich dann fertig habe, dann durch Kisten bauen. Das heißt, ich muss jetzt dann auch definitiv gucken, dass ich so schnell wie möglich Holz wieder an Land kriege. Dass ich das auch machen kann. Freut sich meine Lumber-Ex, kann die auch bald wieder leveln. Einen habe ich noch frei, dann bin ich bei 9. Brauche noch einen. Und die anderen Modifier kann ich auch noch irgendwann machen. So. Hau mal wieder das Holz durch, danke. Damit. Was auf eine Kiste, kriegst du 2. Was auf ein, oder keine. Die Homes. Ja. Das ist jetzt halt das, was ich meine. Material reinschaffen. Ich brauche davon halt 5 Slabs. Ich brauche 4 Kisten. Die Kisten, also das Material für die Kisten ist das wenigste Problem, ne? Stell mal eine Reihe großer Bäume auf und hau die halt um. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist halt, ja, dass man halt auch noch nebenbei die Kisten halt bauen muss und ja, okay, ich habe jetzt 2 Assembly, wo das machen könnten. Aber ja, ob ich den anderen dafür verwenden will, weiß ich noch nicht. So, dann brauche ich jetzt noch Half Slabs. Mein Glück habe ich jetzt keine mehr. Ja, typisch ich. Außer Gott sei Dank nur einmal. Halt. Mal was gelernt. Unten kommen wir immer die Sicherheits. Okay. Ja, toll. Genau. Dich brauche ich und dich brauche ich. Das ist jetzt nochmal. Ha! Genau, wenn ich es jetzt natürlich nur 3 hoch mache. Und nicht 4. 1, 2, 3, 4. Dass es gleich hoch ist.
Nee, dann hätte ich gesagt, das ist mir Scheibenkleister egal, die werden höher. Kann die anderen immer noch neu nochmal um einen erhöhen. Aber die da. Das wäre, ja genau, jetzt machen wir das nach unten. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier mein Regal, das wo nach oben geht. Hab dann meine vier Regale, die wo ich jetzt dann da reinstellen kann. Ja, die kommen dann so rein. Ja, jetzt muss ich mir dann überlegen, womit ich was ich anfange. Ich muss dann auch irgendein Schildchen hinmachen, damit ich dann weiß, wo was hin muss. Schöne ist ja, ich kann es jetzt mit den Dollys rumtragen. Dann kein Blood Moon. Wäre sonst wieder rot. Okay, aber dann bauen wir jetzt mal die Regale noch weiter durch. Auch, dann machen wir auch gleich den da wieder fertig. Jetzt kann ich hier auch und doch, nee, ich kriege auch hier Schaden. Okay. Ich hoffe, ich kriege da keinen Schaden, aber das ist 5 hoch. Ich glaube, ab 4 kriegt man, also 4 kann ich runterhüpfen, ohne Schaden zu kriegen. So. Das heißt, wir haben jetzt. Ja, ich bin halt wirklich gerade beim Überlegen. Das schaut halt schon mächtig hoch aus, ne? Aber ich habe halt zum Beispiel bei den Farben habe ich 16. 2, 4, 6, 8 und dann nochmal 8, dann habe ich 16, ne? Also wäre halt nicht schlecht. Kann ja gleich nochmal gucken, wie ich das im Original gehabt habe. Im Original war es auch so. Genau, da war der Rand kleiner. Ist ja egal. Muss ja nicht einheitlich hoch sein. Es muss ja nicht alles komplett durch sein, ne? Auf jeden Fall wird es interessant, dann auch die Beleuchtung hier zu machen, weil da will ich auf jeden Fall geschisselt und geschnitten in Microblocks verwenden, wo ich dann sozusagen an den Drawer-Rändern entlang mache, dass ich halt vielleicht oder sogar vielleicht nur oben, dass mir das ausreicht. Dass mir das wirklich ausreicht, dass ich dann eine Beleuchtung habe. Oh, stellt auf jeden Fall ganz gut aus. Oh, da habe ich vergessen, das nach oben zu machen, aber das ist ja auch kein Problem. Dann machen wir das halt so. Und da muss ich auch noch Streben machen, ne? Jetzt muss ich noch ein einziges Mal gucken. Ah, das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht. Ja. Nee. Doch, ich habe oben meine Streben drin. Habe ich da oben Streben reingemacht. Ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich die auch dann so mache. Aber schauen nicht schlecht aus. Und ich habe mir mal was Gutes überlegt. Bin stolz auf mich. Achso, da habe ich ja noch alles Mögliche im Inventar gehabt, wo ich gestorben bin. Dann räumt er das natürlich in meine Taschen auf. Hat Vorteile. So wird für einen aufgeräumt.
hier und hier. So, jetzt haben wir alles. Also wie gesagt, das sind jetzt dann, ich habe in der Mitte frei, also in der Mitte lasse ich frei, in der Mitte kommt Luft hin, da wird einfach nur Fackeln reingesetzt. Das kann ich gleich mal machen, dann ist wenigstens das schon mal gegessen. Dann brauche ich da nämlich keine Beleuchtung hinmachen. Solange das nämlich komplett mittig drin ist, sieht man es nicht. Ja, habe ich das zu. Und wie gesagt, da kommen dann halt einmal so Trims rein. Und dann ist gut. So, und wir machen jetzt noch Sachen, die wir halt vorher noch nicht hatten. Ah, da bin ich jetzt gerade auch noch beim Grübeln. Mache ich das so? Scaffold. Also hier mache ich es auf jeden Fall. Ach so, das sind jetzt auch, das ist ja auch jetzt nur noch ein Drei. Nee. Doch, das ist nur noch ein Dreier. Ach stimmt, weil ich nicht komplett nach hinten gegangen bin. Ja, ich habe es ja, deswegen habe ich es auch umgebaut, weil ich es ja so haben wollte. So, das heißt, ich habe jetzt, ja, sehr gut. Darum will ich einen Magneten. Sollte mich mal um den Magneten kümmern. Muss ich mir das mal genauer anschauen von unten. Aber ich glaube, das kann man so machen. Ja, okay, dadurch, dass jetzt dann der halt auch noch mit reingreift, schaut es halt ein bisschen doof aus. Oder? Muss mal gucken. Ich muss mal schnell zwei machen. Mir das mal von der Ferne aus angucken. Ob das vielleicht sogar dann doch was hat. Weil ich mache halt extra die Slabs rein, dass die sich nicht verbinden. Also sobald es ein Block wird, verbinden sie sich. Ja, okay, nee, das schaut eigentlich ganz cool aus. Also muss ich halt dann wirklich überall hin machen. Auch hier vorne. Ja, okay, da kommt sowieso ein Dach drüber. Nur damit es ähnlich oder gleich ausschaut. Ja, nee, dann hat es so, dann schaut das aus wie so ein T-Träger und da wie so ein L-Träger. Kann man lassen. So, das heißt, ich baue jetzt mal hier die ganzen Blöcke rein. Bei den Regalen hinten habe ich auch immer die ganze Zeit überlegt, ob ich Holz reinlege. Ich bin mittlerweile aber auch beim Überlegen, ob ich eventuell nur, also dass ich dann Steinboden reinmache. Also einen Slab. Dass ich dann halt hier hingehe und sage, okay, ich baue jetzt Slabs drauf. Weil hier kann ich, hier schaut es halt komplett anders aus. Die Frage ist ja auch, baue ich die Stufen? Ich stehe ja hier. Eigentlich sollen ja hier dann da die Catwalks hinkommen. Und immer an den Pfosten kann man hochlaufen. Also 1, 2, 3, 4. Nein, 1, 2, 3, 4. Ich hätte gesagt, die zwei äußeren, die zwei inneren nicht. Ist ein bisschen Blödsinn. Ich brauche nicht so viel. Also kann man entweder vorne oder hinten überlegen, ob ich hochgehe und nicht tausendmal. Ich kann aber irgendwann einen Aufzug hinbauen vielleicht. Aber schaut auch scheiße aus.
Ja, weil wenn ich jetzt halt das halt so mache, hat halt auch was. Muss ich mal hier schnell noch hochklettern. Aber es ist halt kein kompletter Boden. Wenn ich den halt oben drüber lege, wenn die Dinge halt noch mal um eins höher. Und ob ich das will, weiß ich nicht. Jetzt wartet mal, jetzt schau ich. Weil, nee, es kommen ja einfach nur Drawer drüber. Nee, das ist egal. Das ist egal, dann mache ich das so. Sieht man nicht. Soll er nur sozusagen angedacht sein oder ja. Und der letzte. Nee, das war der vorletzte. Das ist der letzte. Jetzt ist es perfekt. Das heißt, jetzt warte ich noch ein wenig ab, dass ich noch ein paar Drawer zusammenkriege, dass wir eventuell mal einen kompletten so einen Satz da voll kriegen. Und wenn wir das haben, dann ja, räumen wir mal ein bisschen das Lager ein oder ich räume es ein. Ja. Genau, und dann können wir nämlich das nächste Mal eventuell an den Catwalks mal arbeiten, dass man die auch mal sieht, wie die ausschauen. Lassen wir das mal alles bitte da. Gravel, achso, Gravel ist noch vorne. Ja, und dann, wie gesagt, das erste Mal so ein bisschen einräumen. Und das werde ich hier auch noch ausbauen. Und vielleicht dann auch noch den Rand ein bisschen weiterziehen. Mal schauen. Mal schauen, wie weit das ich noch komme. Und dann werden wir, ja, wir müssen noch Maschinen bauen. Also das ist, also Lager ist schön und gut, wird jetzt sich immer wieder weiterentwickeln. Wie gesagt, werde ich auch immer wieder einstreuen, dass ich es da auch mal weiter baue. Ich muss den ganzen Käse noch nach oben zimmern. Wird noch auch noch alles kommen. Und genau, dass das dann nicht mehr so waghalsig ausguckt. Ja, und dann werden wir jetzt dann beim nächsten Mal anfangen an den besser an diesen Boards zu bauen, dass ich weniger Gold, glaube ich, brauche. Das wäre auch mal sinnig, weil so viel habe ich davon noch nicht. Ich könnte hier mal das Loch stopfen. Du bist was? Ein Small Cobblestone Brick. Habe ich sowas noch in meiner Kiste? Nein, aber gleich. Small Cobblestone Brick. Dankeschön. Wie gesagt, da ist auf einmal was explodiert. Aus nichts. Aber egal. So, genau, ich habe jetzt meinen XP Drain hier. Und meinen goldenen Tank drunter gepackt. Bin mal gespannt, ja, wann ich den auch umfüllen muss. Vielleicht baue ich mir auch irgendwann so einen Super Tank drunter. Jo, okay, dann war das mal eine fast normale Folge. Wir haben die blöden Silberfischchen weg, wir haben das Lager noch ein bisschen erweitert. Wir sind dabei, massenweise Kisten zu produzieren. Wir sind dabei, massenhaft Holz zu produzieren. Das ist Gott sei Dank jetzt auch, was ich brauche. Dann könnten wir vielleicht mal auch irgendwann überlegen, den Steve Card mal anzufangen, dass wir da auch was machen. Ja, dass man da auch vielleicht mal eine Farm hat. Aber das werden wir uns dann beim nächsten Mal überlegen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos von mir und beim nächsten Mal. Ciao, ciao.